viele Kinder möchtest du denn, Stefano? Boah. Ja, wo ich gerade sehe, ich brauche eine Frau. Mach langsam, ja. Kalmer, kalmer. Okay, gut. Fangen wir langsam an. Wir freuen uns, dass du da bist. Schön, mich auch. Also die Zarella-Familie geht ja bei uns ein und aus. Immer heute ist Stefano da, weil du hast ein neues Kochbuch. Genau, unglaublich schnell. Guck mal. Privat langsam, aber beim Kochen soll es schnell gehen. Das sieht richtig geil aus. Diese ganzen Sachen sehen ja super aus. Danke auch dir, das, danke was dir. Du machst auf Social Media. Ne? Und du hast eine riesen Fanbase. Mhm. Mehr als 3 Millionen Follower? Insgesamt, ja, ja. Wirklich? Ja, ja. TikTok und Instagram. Also boah, Instagram, das Instagram ist krass. 1,9 Millionen. Ja, das hat sich auch so, boah, und hier ganze Family. Finden da wirklich schön, alle schön, Platz schön. In der Küche? Oder gibt es einen, der sich, gibt es da so Rollenverteilung? Ich stelle mir vor, irgendwie, weiß ich nicht, Giovanni räumt einen Geschirrspüler ein oder so, wenn ihr fertig seid? Oder du kochst? Tatsächlich, sonntags, wenn wir bei meiner Mom sind, das ist so einfach automatisch. Es ist so Bewegung in der Küche, Bewegung im Wohnzimmer. Dann sagt Mama, Astaire, kannst du kurz Teller geben? Janaina, kannst du kurz die Hand halten? Dann sind wir alle involviert. Giovanni singt, Papa singt und wir schauen Fußball parallel. Also immer Action bei uns. Ja. Ja. Und das ist jeden Sonntag, habe ich es richtig verstanden? Tatsächlich jeden Sonntag, aber wir sind alle so viel unterwegs. Ja, mit den Jobs, und, das ist natürlich schwierig. Wenn wir da sind in Köln, dann auf jeden Fall. Ach, das 100%. Ist ja schön, Mama ja. kocht dann immer direkt 7 Uhr morgens, macht die Lasagne, Tomatensauce. 7 Uhr morgens? Und dann kommen wir rein. Ab und zu, wenn wir halt nicht immer da sind, und zum Beispiel Giovanni kommt abends nur. Oder ich bin nur morgens kurz und sagt, die ist der. Wo bist du? Sag ich, Mama, ich bin zu Hause, ich bin in Köln, hab nur eine Stunde. Ich habe Lasagne gemacht, hol ab. Ich so, Mama, nein, du musst was essen, du arbeitest so viel. Und ich so, okay, Mama, da kommen wir rein, weißt du, gibt Lasagne, okay, tschüss. Ja, auch süß, wie sie, wo bist du, sagst du dann? Wo bist du? Wo bist du? Mama redet noch sehr schwäbisch, ja, ja. Süß. Was machst du für uns? Auch schwäbisch, ne? Genau, auch schwäbisch. Ich habe einmal die Maultäschle gemacht, weißt du? Maultaschen-Salat, Das sieht jetzt so ready aus und... Was ist alles drin? Da ist jetzt drin, so ist die Geschichte, ich habe jetzt hier die Soße drin, dann Salat, Tomaten, Pinienkerne, Granatapfel habe ich jetzt noch optional rein. Wirklich total easy, passt, ne? Passt jetzt irgendwie gerade, jetzt wird es ja ein bisschen wärmer. Und diese Maultäschle, das sind irgendwie so... Hast du angebraten? Kannst du aber kurz anbraten, genau, das ist ja, damit es schnell geht, weil wenn du die jetzt irgendwie selber machst. Kannst du aber auch die aus dem Supermarkt holen, ne? Also genau. Gar keine Probleme, irgendwie das machst wirklich du das jeder hin. Das war mir auch wichtig, dass beim Kochbuch das wirklich... Ja. Einer, der sich das holt und sagt, das kriege ich hin, 100%. Und dann stürzt du das und das kannst du jetzt mal machen. Und das, ja, und das ist mal ganz sehen. Cool. Du stürzt das jetzt. Wir haben einen QR-Code für Sie, da können Sie sich das Rezept auch abholen. Das ist nicht Meal Prep, das ist nämlich ganz aktuell auch momentan. Auch zu, aber das stürzt sich jetzt einfach rum. Wir vertrauen dir. Aber sag mal, das mit dem Kochen, ist dir das so passiert oder hattest du irgendwie schon von langer Hand... Yeah. Oh, Mensch, stark! Richtig ist dir das passiert oder hattest du das tatsächlich schon immer im Kopf? Ich mache irgendwas mit oder kam das mit diesem ganzen Internet-Hype plötzlich über dich und jetzt kommst du aus der Nummer nicht mehr raus? Nein, das war zu der Zeit, als wir alle zu Hause waren. Ah ja, okay. Und ich habe immer, ich habe es immer geliebt, zu filmen und zu schneiden und die Kamera drauf zu halten. Auch als es noch kein Social Media gab, haben meine Jungs schon gesagt, warum filmst du immer alles? Und habe ich gesagt, ich weiß nicht, Jungs, vielleicht später brauchen wir das mal. Und heute sagen mir alle, bitte, ich brauche die Videos von damals, als wir 14, 15 waren, weil das, man hat es irgendwie nicht so wirklich festgenommen damals. Ja. Und ich habe so viele lustige Videos noch, auch von Kommunion und so, wo wir getanzt haben, gelacht haben. Ach, da warst du immer eher der mit der Kamera drauf. Genau. Mir hat es immer Spaß gemacht zu schneiden und das auch immer drauf zu halten. Mhm. Und dann... zu der Zeit, als wir alle zu Hause waren, habe ich einfach gekocht gerne. Ich habe immer so gerne so Low-Carb-Sachen gemacht oder halt so Healthy-Geschichten. Und mit meiner Mom die Rezepte, so klassische italienische Küche. Und dann hat sie gesagt, hey, zeig mal das Rezept. Und dann habe ich gesagt, Mama, zeig mal dein Rezept. Und dann habe ich gesagt, komm, ich halte mal die Kamera drauf. Und damals gingen Videos nur 15 Sekunden. Ja. Und dann habe ich es ganz schnell geschnitten. Es war so, Soße rein, Nudeln vermischen, fertig. Weil 15 Sekunden ist ja nichts. Und dann ist das so explodiert. Und dann ging das so schnell. Und dann habe ich so ganz viele Nachrichten bekommen, die Leute gesagt haben, Stefano, poste doch mal mehr, wird uns freuen. Und dann... Dann ging es ab. Und dann ging es ab. Hier in diesem Ding, Glas geht es auch ganz schön ab. Was das ist war das? Oh, Schwarzwälder Gott. Kirsch im Glas. Schwarzwälder Kirschkuchen quasi im Glas. Richtig Schön. Das hast du einfach geschichtet. Ne? Was nimmst du da für Brösel? Kekse? Genau, also man kann so einen Kuchenteig nehmen, der man kann einfach backen und dann einfach kurz abkühlen lassen, dann unten reingeben. Oder wenn es ganz, ganz schnell gehen soll, einfach Kekse, genau. Damit kannst du total angeben. Kekse, Sahne, Kirschen, fertig. Und schau mal, wie wenig Zeit das ist. Und man kann, wie du sagst, schon angeben und sagen, ja, ich habe alles gemacht, geht schnell. Und schmeckt vor allem. So, ne, und dann haben wir ja schon gehört, Familie ist ja wahnsinnig wichtig. Du bist tatsächlich irgendwie auf der Suche gerade da draußen auf dem Markt. Was braucht denn eine Frau, die bei dir in der Küche und überhaupt im Leben ankommt? Was wünschst du dir eigentlich? Was wünsche ich mir?
Frauen mit Kind. Frau und Kinder. Nee, nee. Also kann auch schon Kinder haben quasi. Du bist ein riesen Kinderfan, ne? Ja, total. Also ich bin auf jeden Fall offen aktuell. Mhm. Date gerade niemanden. Aber kann sich aber, ja noch, kann aber sich du, noch ändern. Du triffst dich zwischendurch mal mit jemandem. Also man muss ja auch mal gucken, was es so gibt. Ich habe noch aktuell keine richtig getroffen. Irgendwie, das muss auch irgendwie... Was ja. Ich meine, aber der Dackel ist... Der Dackel zieht auch. Du hast gesagt, der ist ein Frauenmagnet. Ja. Der schickt mir die Show. Aber guck mal, wie süß der ist. Genau, ja, im Buch ist natürlich auch was für unsere süßen Vierbeiner am Start. Wirklich? Na klar. Diese Kugeln ist mit Haferflocken und Banane. Die tut man dann kurz in den Kühlschrank. Und dann werden die schön fest, dann können die Hunde das auch essen. Aber jetzt, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du 1,9 Millionen Follower hast. Ich nehme mal und da Löffel keine und Frau dich anschreibt. Da sind doch welche dabei. Was ist das große Aber? Das ist eine gute Frage. Habe ich hier wirklich süße Nachrichten? So heißt Stefano. Ich weiß, du kennst sie wahrscheinlich nicht, aber können wir mal ein Cappuccino trinken gehen? Und also ist schwierig. Ich glaube, ich muss das irgendwie. Ich will auch auf keinen Dating-Apps oder so. Ich will immer eine Frau. Muss es im realen Leben sozusagen, ja, wenn man einfach mit dem Dackel mal schnell durch den Park läuft und ja, dann. Schön. Ah. Und dann macht's. Oder? Vielleicht. Dann macht's vielleicht kommt jemand entgegen, der hat genauso einen Dackel und dann so, hey, Dackel, den habe ich auch. Ach, krass. Okay, lass mal spazieren gehen. Und Hundekuchen backen. Ja. Ja. Ich habe übrigens ein Rezeptebuch. Ja. Ich kann kochen. Vielen Dank. Wir wünschen es dir sehr. Danke dir von Herzen. Ach Mensch, schön. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.